Leute, hier ist wieder euer Toso. Schön, dass ihr bei mir vorbeischaut. Das letzte Mal sind wir voll abgekackt hier, weil wir nirgendwo einen Weg hinuntergefunden haben. Und jetzt geht's weiter, jetzt suchen wir weiter und ich habe mir das Video angesehen und ich glaube, die einzige Möglichkeit ist diese hier. Und wie gesagt, es ist ziemlich schwer. Also die Steuerung ist so sensibel und ich kann die Zeichen des Spiels auch noch nicht so richtig deuten. Es gibt da ganz kleine, gemeine Hinweise, wie man wohin kommt. Ich bin drauf gekommen, dass so Blechwellplatten ein Anzeichen dafür sind, dass man da rauf und runter springen kann. Ich habe mir das genauer angesehen. Und ja, springen tut er, wie er will. Das heißt, manche Schluchten überspringt er problemlos. In den Tod kann er selbst auch nicht springen. Und ja, das wär's zu sagen. Und hier zum Beispiel, wenn rot irgendwas am Boden ist, kann das eine Sprunggelegenheit bedeuten. Nur muss man ganz genau das einrichten. Und hier sind wir schon. Ja, so einfach geht's, wenn man es weiß. Ich habe müssen bis jetzt wieder von Anfang an durchspielen, also von Anfang der Stadt, damit wir hierher kommen. Deswegen. Auch, ich habe auch ins Netz gestellt die Sachen, die wir übersehen haben. Oh. Oh, das ist jetzt aber schon hektisch. Das war ganz schön knapp. Ja, wie könnte ich dich verlieren, mein Schatz? Die haben sich noch immer nicht vorgestellt. Ist euch das aufgefallen? Und immer, wenn sie mich vorgehen lässt, habe ich so ein schlechtes Geschütztor. Ja, da kommen wir nicht vorbei. Ich scanne mal. Na, das sieht nicht gut aus, Leute. Ich erfasse eine Strukturschwäche. Wenn du nah genug rankommst, könntest du das Ding umstürzen und ihn platt machen. Ja, und wie und wo? Also bei den anderen Spielen, die ich gespielt habe, da ist die Kameraführung den vermeintlichen Weg vorgefahren. Aber ich glaube, wir werden da einfach da nach vorstürzen und schauen, was passiert, okay? Ja. Leck ihn ab! Und in Deckung. Vorsicht! Und jetzt? Da ist nix, Kind. Da leuchtet was. Okay, voll geladen. Okay, noch einmal. Klink ihn ab! Ehrlich, mein Freund. Ja, das ist ja heftig. So, bin ich wieder voll aufgeladen. Wo komme ich da jetzt hin? Hey Trip, ich brauche noch einen Scan. Vier Blechdosen. Ja, dann holen wir mal den Dosenöffner raus. Sollen wir schleichen oder passiv-aggressiv sein?
Aber wir brauchen eine Kampfunterstützung. Wir brauchen Kampferfahrung. Okay. Komm, Junge. Okay, weiter. So ein Teufel. Also der war schon. C. Das ist ein C'er Bursche. So, nehmen wir jetzt. Wir nehmen das jetzt mit den drei anderen Jungs auch auf, oder? Ja, wie gesagt, wir brauchen Kampferfahrung. Und los geht's. Hartnäckig. Aber wie immer und schön platziert, ein Medipack. Na, wer sagt's denn? Gut überstanden, ohne weitere Probleme. So, und wo können wir jetzt dahin? Sie haben mich gesehen, aber ich bin durch. Da hinten ist auch noch ein Medipack. Okay, geschafft. Aha. Halte links tief gedrückt, um den Stab zu ziehen. Neue. Ja, dann machen wir das. Oh! Ja, das klingt gut. Ja, schau. Hilf mir! Sie kommen! Schnell! Tu doch was! Ja, was soll ich tun? Ja. Das war heftig, Leute. Also. Ist schon ein bisschen stressig, gell? Lade ich seinen Bauplan runter.
Finde raus, wie er funktioniert. Das macht dir das Leben leichter. Wenn du mir das Leben leichter machen willst, warum nimmst du mir dann nicht dieses Ding ab? Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und außerdem habt ihr euch noch immer nicht vorgestellt. Ah, wir haben ja dann noch was vergessen, gell? Leuchtet da noch irgendwo was? Da leuchtet was, was ist das? Das war die... die EMP-Station. Gibt es da sonst noch irgendwas? Das Medipack, ja. Und... Hey Leute, seht ihr noch irgendwas? Irgendwo einen Griff, der leuchtet. Ha? Nö, gell? Na gut. Also, wir haben sie überstanden, sind diesmal nicht gestorben. Aber ich will sie nicht verschreien. Das kann ja noch kommen bei meinem Glück. Aber los, auf geht's. Ist ja gut, dann machen wir hier eine kleine Pause. Ja. Und gehen dann weiter. Oder machen wir gleich auf und machen dann eine Pause. Ja, damit wir sehen, was passiert, okay? Wenn wir schon zusammenreisen, sollten wir uns vielleicht mal miteinander bekannt machen. Oh, ja klar. Schau, schau. Also, mein Name ist Trippy Tucker, aber die meisten sagen Trip zu mir. Ehrlich gesagt werde ich immer nur Trip genannt. Und du? Ich habe keinen Namen. Du musst doch einen haben. Jeder hat einen. Nicht jeder. Huh. Wie haben dich denn deine Eltern genannt? Sie wurden bei einem Mech-Angriff getötet, als ich klein war. Ich bin in der Wildnis aufgewachsen. Allein. Na, und wie wirst du denn sonst genannt? Monkey. Ich habe gelernt, durch die Baumkronen vor den Mechs zu fliehen. In den Siedlungen, wo ich Handel treibe, nennen mich manche Monkey. Wenn du mir einen Namen geben willst, kannst du den nehmen. Okay. Monkey. Okay, Monkey und Trippy Tucker. Jetzt, als ob ich's verschrien hätte. Oh. Ja, irgendwann hat das ja sein müssen. Weiter geht's. Ja, Trippy Tucker, ich glaube, jetzt. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann macht ein Abo. Wenn nicht, sagt es nicht weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Eine kleine Pause und dann klopfen wir wieder Max klein. Okay, ciao dabei, euer Toso.